Okay. Knochen, Knochen. Warte, Stein. Wenn wir eine Axt wieder machen. Ich will was sehen. Ist gerade zu spannend. Ja. Voll nervig, hier durchzukommen. So. Da hinten Kopf, okay. Okay. Ja. Ist das eine Falle? Anscheinend werde ich auch gesehen die ganze Zeit. Hier kann man hochklettern auf jeden Fall. Ah, hier liegt was, gell? Ein. Wo liegt The was? Dark-Haired Man. Ah, ein Buch. Buch. Da ist ein Seil! Ja, lass hochgehen. Was soll ich noch sonst machen? Oh Mann. Ihr könnt doch zurückgehen. Ja, das ist natürlich auf jeden Fall sinnvoll. Ich bin schneller. Ich hasse es. Ich habe eine Höhle gefunden. So viel. Das Ding ist, ich habe halt übel viel Stoff. Echt? Gib mal was. Der wird zwar so schlecht. Gut. Yeah. Hör, geil. Ist halt einfach nichts. Doch, Medikamente. Ja, toll. Das für euch genug. Ja, dann kann ich jetzt nehmen und wieder eins aufnehmen. Ist immer ganz gut. Oh, ein Seil. Da ist nochmal so eine Tür. Sekunde. Zeige mal. Da geht's bestimmt raus. Hier geht's auch durch. Locker geht's da raus. Oder wo rein? Oder wo rein? Hier ist Wasser. Hier kann wieder so. Ich habe was gefunden, ja. Geräusch. Also, hier hat's. Ich glaube bestimmt, es ist Seil gemeint. Useless. Achso, Taschen. Geht's hier auch irgendwo? Taschenlampe wäre halt übelst geil. Ja. Also, Wasser ist nix. Ich habe voll wenig Alkohol. Ich brauche. Hier geht's auch nicht. Ja, das ist das Seil. Dann. Ja, aber drin ging's, glaube ich, auch weiter. Echt? Ja. Aber nur glaube ich. Ah, okay. Erkundungstour. Ich guck ja, mal. Ja, hier geht's glaube ich weiter. Okay. Die Frage ist nur, ob das andere jetzt irgendwie ein Geheimgang war oder ein Ausgang und das hier der Ausgang ist. Ich weiß. Oh, was ist das? Das sind lauter Lichter. Ja. Und ja, das große hässliche Viech. Hinter dir, renn einfach. Viech. Das mit den vielen Beinen, das ekelhaft, das aussieht wie eine Vagina. Ich seh's nicht. Es ist noch nicht da. Aber es war da. Also, okay, Axt. Feueraxt. Akku, Feueraxt. Okay. Ausrüstung. Okay. Bist du soweit? Ja. Okay, geh mal drauf. Ich möchte einfach nicht sterben. Ich möchte auch nicht sterben. Wo ist es? Wo ist es? Da ist es! Ich seh's, da ist es. Es hat mich nicht im Fokus, ich ja, kann mach. Schlagen. Da ja. Fliegen welche von der Decke! Da kommt Fett! Oh, scheiße! Okay, es ist tot. Jetzt. Zieh dich zurück, zieh dich zurück! Okay, die brennen. Die brennen. Okay, die brennen. Ich hab den anderen auch angezündet. Okay, okay, nice, nice, nice. Und jetzt warten kurz. Da kommt noch mehr! Da kommt noch mehr! Tot. Es ist. Brennt! Ich guck auf die anderen, ob andere noch da sind. Locker. Es sind übel viele ja. Hier drinnen. Und übelst laut. Ach du vor dir? Ist locker bei dir zu Hause. Hä? Die wohnen hier überall. Die können sich nicht alle so raussuchen. Okay, der ist auch tot. Da ist einer. Oh, ich habe keine Feuer. Ich kann nicht mehr sprinten. Hä, den habe ich gerade angezündet gehabt. Der ist nein, der ist von oben gerade runtergeflogen nochmal. Ach so, okay. Leute, ich hab's auf einmal getroffen. Da ist noch einer. Mach was doch den hier! Der genau dem, der was? Ist. Ich dachte, der ist verbrannt. Nee, der andere. Hier ist Wasser, ich glaube zum Tauchen. Hier ist Licht beim. Oh, hier, guck mal, hier ist so ein Generator. Warum kann ich den nicht kaputt schlagen? Vorhin ging es auch schon ein nicht. Ein Generator. Ich komme gleich, warte. Ich mach ihn kaputt, wenn du nicht kommst. Nein, warte bitte. Das macht Spotlight dorthin. Nice. Boah, wow, man kann den Rumpf bewegen auch. Und Sachen anleuchten. Sehr gut. Kann man die kaputt machen? Nein. Ja, das hat dahin geleuchtet. Ich schub's ihn ins Wasser. Ich guck mal, ob jetzt hier noch Sachen rumliegen. Ich schub's ihn mal ins Wasser. Okay, er geht kaputt dabei. Ich dachte, vielleicht leuchtet er unter Wasser weiter. Sehr gut, jetzt haben wir kein Licht mehr hier drin. Ups.
Aber warum waren hier so viele? Irgendwas muss hier dann sein. Also ganz ehrlich. Wir müssen lauter Stöcke. Toll. Oh ja. Stöcke. Stöcke, Stöcke, Stöcke. Ja. Kann man da ins Wasser? Wahrscheinlich. Was wir natürlich noch nicht. Ich fackel aber aus. Ja, sehr gut. Dass ich einfach reingesprungen bin. Kann man eine Flare reinwerfen? Ja, machen wir. Nein. Leuchtet es unter Wasser überhaupt? Ich sehe nichts. Ich weiß hier. Nicht, ob eine Flare unter Wasser leuchtet. Die ist, glaube ich, da in der Wand gebackt, oder? Nee. Ich werfe mal nach oben. Jetzt ist die safe reingefallen. Ja, hier leuchtet es ein bisschen. Ah, der Generator funktioniert unter Wasser. Mein Generator ist nicht unter Wasser. Meine aber. Hier ist Licht. Ich komme mal wieder hoch. Okay, ich habe was zur To-Do-Liste bekommen. Ich gucke mir das mal kurz an. Ich muss weiß nicht, wo oben ist. Ja, das okay, gefunden. Ich erfriere und ich war hungrig. Was habe ich in der To-Do-Liste bekommen denn, ne? Ich habe nichts bekommen. Hast du irgendwas nicht gefunden vielleicht, was ich gesehen habe anscheinend? Find way to stay underwater longer. Ja, danke. Fick dich. Wow. Dazu brauche ich euch auf jeden Fall, um das rauszufinden. Dieser Generator, Mann. Übelzell. Ich werf den noch unter Wasser. Aber ganz ehrlich, ich sehe gar nichts. Und die kurze Zeit, die man unter Wasser ist, bringt es nicht, dass ich rechtzeitig irgendwie was finden könnte. Hä, ich muss doch schon längst oben sein. Oh, oh. Oh, jetzt. Hä? Du fliegst bei mir. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ah, da bist du. Ja, was hast du gefunden? Ich glaube, da geht's in eine Höhle. Die wir niemals jetzt erkunden können ohne Atemgerät. Oh Mann. Ups. Voll. Scheiße. Einfach verschluckt. Mann, ey. Jetzt sehe ich es auch, ja, müsste sein. Wie geht's hoch? Wie geht's hoch? Da. Ja, dann diesen einen noch einen Weg nach oben. Mann, das nervt mich jetzt wirklich. Ja, ein wenig. Und ich erfriere. Ja, mach dir eine Fackel. Ja, es hilft. Das ist jetzt echt ärgerlich. Jetzt haben wir hier alles massakriert und dann alles von Arsch. Ein paar Seile dafür bekommen. Wenn du wiederkommst, ist bestimmt alles wieder da. Nicht nur das. Sobald wir das finden, entweder haben wir die Höhle vergessen, beziehungsweise wir finden sie so oder so nicht. Ja. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Hier müsste es wieder weitergehen. Ja, genau. Ja, hier oben geht's auch noch weiter. Wirklich? Ja. Ja, nee, doch. Soll ich jetzt kommen oder nicht? Komm mal, ja. Na klar, sollst du kommen. Guck mal, hier bin ich. Sind wir hier reingekommen? Von hier kommen wir, ja. Dann geht's hier oben doch nicht weiter. Hä? Nee, warte, hier konnte man doch rechts, links gehen, oder? Nee, sah nur so aus, war hier nur übelst dunkel. Oh Mann. Schade. Aber trotzdem eigentlich eine coole Höhle, so mit Endgegnern und viele Gegner an sich und dann da hinten möglicherweise irgendwas Cooles. Also. Ja, oder ich habe echt den Gang gerade gesehen. Egal. Wir wissen ja nicht, wo wir rauskommen. Ich weiß, bis mein Ding voll ist. So. Meine Energie kletter ich hoch, weil ich habe nicht gewartet und kletter trotzdem hoch. Diese Reflexion vom Wasser sind richtig witzig. Das ist echt cool. Aber ist gar nicht so hoch. Aber ich sehe da oben Licht. Habe ich auch gesehen. Ich gucke mich hier gerade noch ein bisschen um noch. Ah, hier ist es da noch oben. Jetzt sehe ich es. Ah, da. Nee, jetzt nur zum Hochklettern hier alles. Ja, oder? Naja, sonst habe ich auch nichts gesehen. Bin gerade einmal rumgelaufen. Ja, ist nur zum Hochklettern. Na gut.
Egal, das heißt, wir können aber hier auch wieder stimmt, runter. stimmt. Und es ist gleich dort dann. Nicht so weit weg. Ja, so, ja. Ja, klar. Wir müssen nur noch rausfinden, wo wir rauskommen. Ja. Was kommt immer mehr Licht? Wo kommt es da raus? Ja. Von da, von der Seite. Ich glaube, das ist wieder so ein Spalt, wo wir durch müssen. Das wäre cool. Ah, doch, jetzt sehe ich es auch. Ja, könnte sein. Ich sehe dich von innen. Schön. Ich habe dich auch überholt. Da hast du das. Du bist ein Verlierer. Nein. So noch gleichzeitig. Aber wir sind noch nicht ganz oben. Nee, irgendwie nicht so. Was ist das nächste Seil? Ich habe Angst, hier so einfach rumzulaufen, wenn ich nicht so. Ja, genau, ich auch. Denke auch so. Ich lasse mich einfach runterfallen. Immer eine Fackel machen für 10 Sekunden, dann hochklettern. Geil. Ich sehe kein Seil. Ich sehe jetzt auch kein Seil. Eine unfertige Höhle. Hä, das ist übelst für ein Arsch dann. Nee, oder? Ich back mich hier hoch. Nee, das kann nicht alles sein. Da muss ein Seil sein. Oder man kann oben irgendwie ein Seil befestigen. Um hier halt sogar. Hä, das wäre übelst der Witz. Das wäre jetzt richtig beschissen. Boah, ich wäre fast runtergefallen. Hä, nee, jetzt, oder? Das kann doch jetzt nicht alles sein hier. Es geht nicht, ich sehe nichts. Es geht nicht höher. Zum Sprengen sehe ich gar nichts. Ich auch nicht. Hier kann man durch, glaube ich. Wenn ich mich hochbacke. Oh. Wenn man sich duckt, könnte man hier vielleicht durch. Ich glaube, ich gehe nicht weiter, bevor ich mich in die Wand backe. Ich glaube, es bringt auch nicht viel, da drin zu sein, dann. Nee, irgendwie scheint es richtig unnötig zu sein. Ja, man kann auf jeden Fall richtig weit nach oben hüpfen. Oh, ich bin fast auch draußen. Ja, fast. Okay, weiter geht's. Wenn ich aus dem Loch rausguck, sieht es aus, als würde ich Wasser sehen. Ja, das sieht für mich auch so aus. Ich glaube, irgendwie soll das hier nicht alles so sein, wie es hier gerade ist. Das heißt, wir dürfen alles wieder zurück. Ja, alles. Und da oben ist doch ganz klar ein Punkt. Ja, aber kein Seil. Flair. Du weißt, wenn wir jetzt zurückgehen, locker sind alle Viecher wieder da. Ich habe mal was hochgeworfen. Nee, da ist gar nichts. Richtig toll, ey. Also so richtig begeistert bin ich jetzt gerade nicht. Also ich bin schon auf der nächsten Plattform. So, nach einem kleinen Cut sind wir wieder da. Den Rückweg habe ich einfach weggeschnitten, weil das kennen wir alles ja schon. So können wir ein bisschen mehr erleben in der Folge. Unser Ziel war ja, den Schneehaufen da zu inspizieren. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter in die Richtung. Ja, lass einfach da weitergehen. Und ich habe keine Ausdauer. Endlich draußen aus der Höhle. Das ist ey, war langweilig. Vor allem alles wieder am Leben. Da war halt übel viel drin. Und wir konnten nicht weiter, weil wir nicht tauchen können. So nervig. Also die hätten noch ein Schild davor machen können. So. Ihr könnt hier nicht weiter, wenn ihr nicht tauchen könnt. Kein Einlass ohne Atemgerät. So. Ja, genau. Also ist eigentlich das nächste größere Ziel, ein Atemgerät zu finden. Weil Air-Kanister haben wir ja schon. Ich habe meinen Klopp verloren. Ah, ne, ich habe noch einen. Echt? Man hat aber Klopp 2 gehabt. Also ich habe 2. Ich habe den angeklickt, dann war er weg. Okay. Hast du aber das ist wieder im Schiff. Die spawnen ja immer wieder. Naja, normal schon. Sollen wir an der Küste entlang? Ja, würde ich schon mal sagen, weil ich glaube, da liegt sogar irgendwas. Oder ist es ein Baum? Dieses rote ist ein Baum. Oder ein Gebüsch, besser gesagt. Zahle mich so. Es ist eine andere Art von Schildkröte. Ja, es gibt eine Landschildkröte. Ja. Ja, das ist eine, die geht's auch, die schützt sich auch sofort. Die haben wir schon mal gesehen. Trotzdem getötet. Okay. Hä? Das Fleisch ist weg. Ja. Nee, guckt's einfach, so ein roter Baum. Oh Mann. So, dann sollten wir aber ein bisschen nach rechts, Ausdauer. Oder trotzdem an der Küste entlang. Ich würde trotzdem so ein bisschen halten hier. Vielleicht sehen wir irgendwas Cooles im Beispiel Häuser, die ich da vorne sehe. Die große, die ich nie gesehen habe in der Form? Ich habe nichts. Dann lass oben langlaufen. Dann sind wieder rote Gebüsche. Also richtig viele rote Gebüsche. Könnte jetzt mal ein Speer drin sein. Ich habe auch keinen Speer mehr, das ist richtig nervig. Hä? Sieht schon nice aus.
Ich bin noch nicht da. Hier ist einfach ein Koffer hier wieder. Ist ein Hai. Wenn Koffer da sind, heißt meistens, dass irgendwelche Gegner sind. Meiner Meinung nach. Hier ist ein Wildschwein. Was? Ich komme. Ich will es sehen. Was war das für ein Geräusch? Ein Wildschwein. Ich krieg's nicht, ich brauche einen Stein. Ah, ich seh's, Wildschwein. Ein Wildschwein. Wir sehen so viele neue Sachen. Oh, es hat mehr Leben. Ich hab's. Nice. Man kriegt nur Fleisch davon und den Kopf. Da ist noch ein Wildschwein. Ich glaube, da hinten ist auch noch ein Haus. Da ist er. Was ist das? Was ist was? Was ist das? Oh mein Gott, das macht die Geräusche. Missgeburt. Wow, hilf mir. Es hat mir aber gar nicht. Ich hab dafür mir. Pass auf, es macht ja, Schaden, ja, gell? Hab ich gemerkt, hab ich gemerkt. Wir müssen es erstmal Feuer machen. Okay. Ganz classic. Classic, ups, Quatsch. Wie viele Arme hat das, Mann? Zu viele. Ups. Oh, Junge. Okay, es trifft nicht. Aber es brennt. Alter, was machst du für Geräusche? Es macht gar keine schönen Geräusche. Ja, es ist zu lustig gestorben. Hallo? Kann man blauen Bären essen? Ja. Aber die sind bei mir nicht blau. Bei mir schon. Bei mir sind die weiß. Okay, keine Ahnung. Ich esse die aber trotzdem, weil ich die nicht kenne. Ja, okay, ich kann die essen. Das ist vielleicht nur ein Grafikbug. Oder man kann weiße auch essen. Sein. Ne, hier sind bei mir blauen, dann sind es weiße. Ah, hier sind blau. Hä, die sind alles blau. Ich würde die aber gerne mitnehmen. Hä, ich hab so einen Sack, wie nehme ich die jetzt mit? In die Hand nehmen, bisschen weiter weggehen, bisschen wieder hingehen, dann hast du es. Ah. So klappt es bei mir zumindest immer. Wenn ich weggehe, dann da wieder hingehe. Ich wusste nicht, dass man einen Sack in die Hand nehmen muss. Ist ja auch so unlogisch. Ganz genau. Wo war jetzt das Haus von denen? Hey, hier sind... Warte. Da hinten. Geradeaus, wo ich gerade hingucke. Ah ja, aber ich habe doch an der Küste auch noch ja, ein Haus gesehen. Ja, an der Küste sind zwei Häuser. Ja, das meine ich ja. Ja, hier gleich hier vorne. Da... Das hab ich noch nicht gesehen. Ah, da. Dann gucken wir uns erstmal das an der Küste an und dann. Ja, was sind das für Häuser? Ich sag ja, die habe ich noch nie gesehen. Richtig geil. Das sind echt geil. Licht, geh mal aus. Da kann ich auch so reinspringen. Und geht's Licht? Achso. Ne, doch nicht. Hä, wie kommt man da rein? Ah, hier. Hä, die sind voll geil. Hier könnte man übelst geil wohnen. Sieht nicht mal so aus, als wären die hier. So. Sieht so aus, als wären hier so andere Siedler. Das wäre echt cool. Ja, das Viech, wo wir gerade getroffen haben. Ist da irgendwas drin? Nee, gar nichts. Sieht aber das cool aus. Sieht echt cool aus. Weißt du, wenn wir das übernehmen würden, kannst du in einem wohnen und nicht in einem. Und die haben so eine Nachbarn. Die haben so eine Rutsche. Echt? Einfach eine Rutsche. Ja, ja. Das sind nur noch mehr. Oh ja. Hä, was ist hier? Ja, ich kann wieder nicht sprinten. Oder es ist noch nicht so weit, weil es ist ja immer noch die Alpha, muss man ja sagen. Vielleicht kommt hier auch ein anderes Volk hin, weil dahin sind noch mal mehr. Krass. Ja, ey, das geht die ganze Küste entlang. Und da ist auch Schnee dann. Nice. Also da kommt der Berganfang. Aber da oben ist auf jeden Fall noch ein Haus gewesen. Hier, normales, wo ich hingehen würde. Ah, hier ist ein, wie heißt denn das Seil, wo man sich drauf erhängt? Ein Strick. Ja. Das war da drin. Aber richtig cool. Das ist in jedem Haus, glaub, drin. Ich hab's nicht gesehen. Aber... Das ist echt cool. Also ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es jetzt so eine einfach andere Spezies ist. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht so normale Siedler sind. Oder so Meeressiedler. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, okay, ich habe jetzt keinen Bock, jedes Haus. Das sind Haie? Da ist irgendwas. Alles okay, ist was vom Himmel gefallen. Ja, ganz normal ist was vom Himmel gefallen. Das passiert immer, ja. Immer gut. Laptops. Oh, cool, aus dem Hai kam noch ein Hai raus. Eine kleine Frage. Siehst du noch das Zeichen für Heimat? Ja. Okay. Das ist gut. Weil ich sehe nur eine Flagge. Sehr gut. Hier sind noch Koffer. Gehst du dann derzeit zu den anderen Häusern und guckst, ob da was ist? Okay. Weil ich muss erstmal hier wieder hochgehen. Bin. Weil bevor du da die ganze Zeit rumstehst und runterguckst. Ich
hoffe, da ist jetzt nicht irgendwas. Ob hier ein Pfad ist noch nach oben? Ich denke aber nicht. Okay, hier ist eine Siedlung.